nur nix für ungut, wäre Unglück nicht zu sagen, was man denkt. Wir wollten's bloß sagt, dann damit nicht nachher ein Vorwurf an uns hängt. Nur nix für ungut, des Lebens Unfug wird euch jetzt präsentiert. Denn was verkehrt ist, auch wenn's bekehrt ist, wird von uns seziert. Ich bin hauptamtlich bei der Kirche aktiv und möchte aber auch da mitten im Leben stehen. Und deshalb entdeckt man auch natürlich als Hauptamtlicher, entdeckt man natürlich auch Dinge. Aber es ist sicherlich nicht so, dass wir ständig arbeiten und denken, das könnte man als Kabarett verarbeiten. Es ist vielmehr so, dass in der Urlaubszeit die kreativen Ideen entstehen und das gar nicht direkt mit Leuten zu tun haben. Die fragen immer, oh, wirst du das jetzt als Kabarett verarbeiten? Aber das ist nicht der Fall. Es sind viele Beobachtungen, aber die Stücke entstehen anders. Und bitte fangen Sie an. Ja, also wir kommen zu Tagesordnungspunkt 4. Pastorale Zielsetzung des Pfarreipatronatsfestes. Da muss ich mich gleich melden und sagen, also im letzten Jahr beim Gemeindefest, ja, da war ja der Bierpreis viel zu hoch. 4,80 €. Das kann sich doch heutzutage keine fünfköpfige Familie mehr leisten. Und deshalb bringe ich beim nächsten Gemeindefest für mich und meine Familie das Sixpack selber mit. Meine Herren, Sie haben ja gar nicht verstanden, um was es geht. Es geht um die pastorale Zielsetzung. Deshalb bin ich persönlich für die Absenkung des Weinpreises. Aber ich komme Ihnen entgegen. Wir senken in gleichen Teilen Bier und Wein ab und erhöhen gleichzeitig den Preis für Mineralwasser. Das wäre auch im Sinne Jesu, weil für Jesus ist Wein und Wasser eh und je dasselbe. Also fordere ich hier Equal Pay. Wer ist da dafür? Für mich ist das größte Kompliment nach so einem Auftritt, wenn eine alte Dame zu mir kommt, wie gestern Abend passiert, und gesagt hat, so gelacht habe ich schon lange nicht mehr. Und es tut einfach gut. Also man tut den Leuten was Gutes damit. Man vermittelt zwar natürlich auch Kritik, ganz klar. Wir haben da auch unsere Ansätze, unsere theologischen Ansätze und unsere Einstellungen, versuchen das auch zu vermitteln. Aber auch das Menschliche in der Kirche wird immer wieder, ja, wird immer wieder ins Blickfeld genommen. Jetzt bräuchte ich den Namen vom Vater. Nein, ist nicht egal. Sagen Sie mal, wissen Sie vielleicht gar nicht, wer der Vater von dem Kind ist? Jetzt hören Sie bloß nicht frech. Das war damals eine ganz andere Sache mit der Maria und dem Jesuskind. Also ich bin jetzt nicht der, ja, das politische oder kirchenpolitische Kabarett, wir wollen die große Veränderung. Also dazu wissen wir viel zu genau, was oder wie wenig wir bewirken können auch mit dem. Ich mache mir da nicht große Illusionen. Das Entscheidende ist vielmehr, was die Leute für sich selber und für ihre persönliche Haltung, für ihr Leben, für ihren Alltag daraus rausnehmen. Und wenn dann dabei ist, nimm die mal selber nicht immer nur so Bier ernst. Dann haben wir viel gemacht. Ich glaube, es gibt klar diejenigen, die theologisch sauber die Schrift auslegen. Es gibt diejenigen, die durch ihr Engagement beeindruckend wirken. Und es braucht, glaube ich, auch diejenigen, die einfach dadurch, dass sie Dinge auf den Kopf stellen oder dadurch, dass sie einfach diese Fröhlichkeit reinbringen, ihren Beitrag leisten. Ja. Zölibat. Mhm. Wahrheit. Sehr gut. Und jetzt mal mit dem linken Auge, bitte. Frauenpriestertum. Mhm. Wahlzölibat. Jugendkirche. Die Freiheit. Mhm. Sehr gut. Und jetzt bitte mit beiden Augen.
Vatilix? Nein, das heißt Zweites Vatikanum. Ich glaube, dass der Glaube dazu da ist, um den Menschen ein Stück weit Selbstbewusstsein zu geben, mit diesem Glauben im Leben zu stehen. Er soll ihnen helfen, ihr Leben zu meistern. Und für mich ist es wichtig, diese ganzen Dinge, wo einengen die Menschen, also Gesetze, Normen und so weiter, wo die Menschen eher einengen, zu sagen, nee, das ist es nicht. Das Evangelium will zur Freiheit führen. Zum Schluss macht der Pfarrer, geht auf euren Wegen.